Wunderschön und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdoms in Castles. Wir haben letztes Mal wirklich mit vielen, vielen Bauprojekten, Erweiterungen und aufgehört. Also lief die Folge eigentlich ganz gut. Ich bin gespannt, wie es jetzt mit uns weitergeht. Wir bauen hier fleißig unseren Pier fertig, damit wir hier wirklich dann halt die Aquäduktstraße durchziehen können. Müssen wir so setzen. Und dann muss die nachher hier weiter runterlaufen. Uns fehlen aber Steine, so ein bisschen. Das ist jetzt aber nur... da brennt's. Das ist aber nur so ein bisschen, ne? Also, wenn ich jetzt kurze Zeit nichts mache, haben wir wieder zu viele. Aber ich muss die Straße halt fertig bauen, damit ich hier die Farm hinziehen kann, die ich hier wohl gerne hätte, und hier auch die Apfelplantage, weil unsere Nahrung neigt sich jetzt leider wirklich stark dem Ende. Jetzt auch gerade, wo die Felder ein bisschen überflutet sind. Es spielt uns nicht unbedingt in die Karten. Aber das kriegen wir alles auf jeden Fall geregelt. Da müssen sie halt mal ein bisschen Nahrung sonst woher suchen. Ich hätte hier auch ein Schöpfrad hinbauen können. Das wäre alternativ auch gegangen. Dass ich sage, hier, zack, Schöpfrad, hier hingedreht. Achso, muss an der Küste platziert werden. Also so. So, ne, so wird es halt auch funktionieren. Hätten wir auch machen können. Ich glaube, das wäre sogar die schönere Alternative gewesen. Oder hier halt dann hingesetzt, ne? Gut, ist egal. Wir ziehen den Weg jetzt hier durch. Hat auch irgendwie was, oder? Hoffe ich einfach mal. Ist natürlich mega Ressourcenverschwendung. Bin gerade wirklich hart am Überlegen, ob ich sage, ich reiß den Aquäduktweg lieber hier ab. Komm, ich reiß den hier ab. Ich baue da hinten lieber noch ein Schöpfrad hin. Das ist ja eigentlich viel praktischer, oder? Nein, jetzt hat er die Straße abgerissen. Nee. Obwohl ich das Aquädukt ausgewählt hatte. Aquädukt. Siehst du? Der nimmt die Straße darunter weg. Manchmal. Okay, machen wir es so. Ich glaube, ich setze da hinten ein Schöpfrad hin. Ich lasse den Weg trotzdem. Lass den Weg trotzdem so, wie er ist. Ich weiß gar nicht, ob wir hätten hier zwischen einsetzen können. Das wäre mal Upsala. So, hier ist es. So ein Schöpfrad hier. Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Hätten wir auch gekonnt. Aber sieht natürlich auch bescheiden aus, ne? Wenn das hier durch ein Pier durchläuft. Muss ja wenigstens ein bisschen optisch, muss das ja schon ansprechend sein. Ich glaube, ich setze das hier hin. Können wir hier auch die Apfelplantage... Gut, da wird das Rad ein bisschen mit durchgehen. Aber wenn wir sagen, wir setzen das hier hin, ist das doch auch okay, oder? Guck gerade mal. Dann wären hier 1, 2, 3 Felder. Dann wird das hier über die Felder laufen. Doch, das wäre okay. So lassen wir das. Aber die haben hier halt jetzt eine Direktverbindung, ne? Direktverbindung rüber ist okay. Das ist okay, ist nicht unbedingt die optimalste Lösung, die ich haben wollte. Aber so können wir damit arbeiten. Nee, ein Tor nicht. Nicht schon wieder ein Tor bauen, sondern wir ziehen uns, was sagen denn hier, das die Aquäduktstraße lang. Oh, gucke mal. Das wird gut werden. Dann können wir da schon mal 1, 2 Felder hinsetzen. Weil wir die ja eh brauchen, ne? Die Felder brauchen wir halt eh hier. 3. So. Da können wir ja noch nicht. Aber gleich. Gleich können wir die da hinsetzen. Ein Handelsschiff ist da. Brauchen wir irgendwas? Wir könnten mal Steine kaufen. Wollen wir mal Steine kaufen? Komm. Wir kaufen Steine, mein Freund. Kaufen Steine. Alles, was du hast. Auf bestätigen. So. War jetzt nicht die Welt, aber hey, ist okay. Wir haben jetzt Steine von ihm gekauft. Ich meine, wir sammeln auch, wie gesagt, relativ viel zwischendurch, aber wir haben so viel Kohle. Schwierig.
Und wir haben halt jetzt natürlich dadurch, dass wir jetzt noch mehr Bevölkerung wieder haben. Aber hier sind noch keine drin, ne? Ah, kommt noch. Das kommt noch. Die sind auf jeden Fall relativ gut zufrieden sonst, ne? Hier, warte. 64. Ist okay, ne? Wir haben Platz. Wir haben auf jeden Fall Platz. Das Einzige, was die hier zu meckern hätten, wäre keine Nachbarn. 11 Einwohner gestorben aufgrund hohen Alters. Ja, gut, passiert, ne? Das kann mal passieren. Und hier würde ich halt gerne eine Apfelplantage dann hinsetzen, so einen Obstgarten. Können wir jetzt nicht, weil hier, der sagt halt, hier ist noch nicht bewässert, ne? Das, aber sobald das hier fertig ist, können wir da die Plantage auch reinsetzen. Dann läuft das, glaube ich, auch ganz gut. Ich werde jetzt nicht die 25 Bewohner, die wir jetzt mehr haben, irgendwie abziehen und in die Kathedrale setzen. Das möchte ich nicht. Das will ich nicht. Aber hier möchte ich schon die Aquäduktstraße noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Dass wir dann hier vielleicht nochmal irgendwie so ein Bewässerungsding hinsetzen. Weißt du, dass wir dann hier unten vielleicht nochmal von hier eine externe Bewässerung reinholen oder so. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Muss man halt nur wissen, wie, ne? Könnten uns hier auch schon mal eine Mühle reinsetzen, wenn wir sowieso schon dabei sind. Zeigen alle in die Richtung, deswegen wird die auch in die Richtung zeigen. Ich habe jetzt gerade gedacht, hier fehlt ein Feld. Nee, also hier ist ein Platz frei. Ich habe falsch gebaut, aber hier kommen ja noch Feld. Feld, Feld. War cool, richtig gut. Also mir gefällt das wirklich. Ich bin ein bisschen... wie gesagt, Wikinger machen mir noch ein wenig Bauchschmerzen. Da sehe ich, ehrlich gesagt, noch nicht genau, wie wir uns da optimal gegen wehren können. Weil die Katapulte schießen halt auch sehr langsam, ne? Die schießen halt wirklich sehr langsam. Oder die Ballisten. Aber halt sehr weit, ne? Oh, minus 3 Nahrung. Oh, Leute, macht mal schneller, bitte. Minus 4. Oh, 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 oh. Was stehen die da? Achso, die bauen. Ich hab gerade, was spannert ihr denn da den Leuten zu beim Arbeiten? Ja, aber cool. Doch, das gefällt mir. Irgendwie so ein bisschen schon, ne? Machen die eigentlich ganz schick hier wohl. Komm. Es muss nur noch das Schöpfrad fertig gebaut werden. Wo ist denn das Problem? Arbeitet schneller. Schade, dass man keine Steinbrücken bauen kann. Aber gut, da man kann ja auch nicht alles haben, ne? Verlangsamt einfallende Uga. Okay. Ja. Nehmen wir mal so hin. Wir könnten hier natürlich unsere Stadt wirklich nochmal teilweise immer zumauern, sodass die halt wirklich schwerer durchkommen. Aber ich glaube, naja, so vom Gefühl her ist eigentlich okay, ne? Wenn wir sagen, so hier innerhalb der Mauern, so hier und da mal ein paar Türme hochziehen und dann sonst außerhalb auch immer in gewissen Abständen, ne? Dass ich jetzt sage, hier eine Turmreihe, dann ziehe ich ja auch mit dem Knick weiter, dann hier vielleicht nochmal irgendwie eine zusätzliche Turmreihe, müssen ja nicht so viele sein, weil hier welche sind, dann hier auch wieder irgendwie so zwei vielleicht nebeneinander, wir können die ja auch an der Mauer ja höher setzen einfach, wir müssen ja nicht immer so Vierecke bauen. Ich glaube, das wird dann ganz gut werden. Nur, dass erstmal bis dahin kommen, ist schwierig. Ne? Wir haben zwar immer so ein paar Jahre dazwischen, wo wir in aller Ruhe uns vergrößern können. Aber dann hört es halt auch irgendwie auf. Ne? Ich spule mal minimal vor. Gut, dass wir angefangen sind, früh genug, ja, früh genug zu planen wegen der Nahrung. Weil das wurde jetzt auf einmal doch ziemlich knapp, ne? Das hatte ich so gar nicht mehr richtig im Blick. Wenn wir die beiden Dinger erstmal wieder fertig haben, Obstgarten und hier, dann reicht das auch erstmal wieder, ne? Dann reicht das erstmal wieder kurz, dass sich unsere Speicher auffüllen.
Dinos. Boah, Junge, 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 du. Die verteilen auch die Nahrung sofort, ne? Da, Hunger, Hunger, Hunger. Aufgrund hoher Alter. Okay, hohem Alter ist okay. Oha, so richtig weit im Positiven sind wir nicht. Also ein bisschen, ne? So ein bisschen schon, aber nicht so richtig weit. So, wie ziehe ich das denn hier jetzt mal schlank? Wenn ich sagen würde, ich würde hier halt noch einen Speicher hinsetzen, ne? Jetzt hier hochziehe. Mal, bis hier ist bewässert, das sieht man schön. Ich mache das nämlich jetzt, glaube ich, wie folgt. Ich setze hier einen kleinen Getreidespeicher hin. Dann daneben nochmal eine Obstplantage. 3 Einwohner haben... Was? Geht es wirklich miserabel und sie fürchten, dass sie nie etwas Besseres... 3 Einwohner haben unser Königreich verlassen. Was? Wieso? Ach, wahrscheinlich wegen Nahrungsmangel, ne? Jupp. Die Zufriedenheit steigt, sinkt gerade, fällt in den Keller. Shit. Shit, shit, shit. Ich muss hier mal ein bisschen was boosten, versuchen. Oh, minimal wenigstens. Hallo, oh, ist das toll hier. Hm, schönes Fest, feiert mal. Jetzt auch noch ein Drache. Jetzt noch ein Drache bei schlecht gelaunten Leuten da. Nahrungsengpässe, verzweifelt in ihrem Dreck. Sie brauchen ein Badehaus. Oh, hoppala. Das habe ich noch gar nicht gebaut, ne? Kann ich das denn bauen? Große Bibliothek, bla bla Badehaus, hier. Das ist ein Riesenteil. Das ist wirklich groß. Ich glaube, hat auch einen Riesenradius. Wenn ich das aber hier hinsetze, kommt da nichts mehr an. Aber wir hätten hier halt eigentlich die ganze Stadt abgedeckt, ne? Fast bis auf hier hinten. Düpp, düpp, düpp. Wo setze ich dich denn mal hin? Ich guck mal ganz kurz was nach. 18. Das voll besetzt. 25, ja. Ist das hier voll besetzt? Gar nicht. Ich bin am überlegen, das hier abzureißen. Und zu sagen, ich setze da ein Badehaus hin. Guck noch mal ganz kurz. Ne, passt nicht. Boah, ist das ein Riesending, ey. Schade. Oh, das wäre gut gewesen. Ne? Hätte ich das abreißen können. Und sagen können, hier ein Badehaus rein. Das wär gut. Das wäre richtig schön platziert. Hier hätte ich das natürlich auch hinsetzen können. Anstelle der Gärten. Oh, 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 da habe ich nicht dran gedacht. Ans Badehaus habe ich nicht gedacht. Der Drache ist quasi, der ist schon in unserer Stadt. Ey, der kommt nicht mehr zum Schießen. Der kommt nicht zum Schießen, okay. Und der auch nicht mehr. Gut. Ich glaube, das waren noch nur 2, ne? Ja, waren noch nur 2. Deswegen werden wir hier mal eben Berufspriorität hier ausmachen. Wie machen wir denn das Badehaus? Ich glaube, ich setze das jetzt wirklich einfach erstmal hier hin. Das passte doch, oder? Oder passte das wegen dem Holzfäller nicht? Doch, das müsste genau passen, ne? Denn da der Eingang, bitte? Achso, an mehreren Seiten. Okay. Komm, nehmen wir den weg, haben wir weg. Nehmen wir den noch weg und den noch weg. Das ist natürlich dieser Holzfäller. Die fällen eh extrem viele Bäume, ne? Wenn man sich das hier so anguckt. Die fällen extrem viel. Und pflanzen ziemlich wenig nach, ne? Wir werden von unseren Einwohnern verlassen. Da ist jemand krank.
Ich spule mal ein bisschen vor. Ein Handelsschiff. Oh, warte mal, vielleicht können wir da Nahrung kaufen. Haben die auch Nahrung? Da, guck. Bom. Wir kaufen einfach mal alles an Nahrung, was die haben. Ui, 21. Nicht so viel. Aber gut. Haben oder nicht haben. Und dann setzen wir uns hier im Badehaus jetzt hin. Einfach, weil das wurde gerade danach verlangt. Zur Not. Das sieht aus wie eine Rückseite, ne? Ne, hier kann man auch rein. Wie drehe ich dich denn? Wie drehe ich dich denn? Muss das an einem Aquädukt andocken? Warte mal, ich lese das erstmal durch. Einmal Möglichkeit, ein Bad zu nehmen. Verbessert die Zufriedenheit im großen Radius. Benötigt einen Anschluss an ein Schöpfrad. Deswegen ist der Radius auch so groß, ne? Dann wäre das ja wirklich gut, könnte ich das, hätte ich das hier hinsetzen können, ne? Könnte ja von hier oben hier runterziehen, ne? Der Anschluss vom Schöpfrad dann hier, ne? Oder muss ich den wirklich so an ein Schöpfrad setzen? Weil die sagten ja, Anschluss an ein Schöpfrad. Das ist ein Schöpfrad. Das hier steht nur, muss angeschlossen sein an ein Aquädukt, ne? Oder Schöpfrad verbunden. Hier steht es extra. Muss mit einem Aquädukt oder Schöpfrad verbunden sein. Und hier steht halt explizit, benötigt Anschluss zu einem Schöpfrad. Heißt nicht direkt an einem Schöpfrad, weil das ist ja auch ein Anschluss zu einem Schöpfrad. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe nur keine Lust, mir das Ding hier hinzuklatschen. Und dann funktioniert das nicht, ne? Dass ich das hätte wirklich irgendwie hier am Rand bauen müssen. Weil ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Hier wäre gut, oder? Hier wäre doch okay. Hier hätten wir alle Häuser vorerst drin. So auch. Ja. Ich mache das so. Ich reiß das hier ab. Reiß das ab. Und setz hier im Badehaus hin. Und werde dann hier jetzt ein Schöpfrad anbauen. Wenn gesagt wird, das muss so laufen, dann machen wir das auch so, ne? Wo war es jetzt? Da. Ha, schwierig. Muss einen Abstand haben. Dann setze ich da ein Pier nochmal hin. Das ist ja also... So, und jetzt kann ich doch hier ein Schöpfrad dran setzen, ne? Wenn ich es dann mal wieder finde. Ich klicke hier mal tausendmal durch und überlese es einfach. Muss in einem Süßwassergebiet errichtet werden. Ah, Junge. Machst mich extremst schwach. Aber so richtig. Oh, boah. Leute, ich sage jetzt nicht das, was ich gerade alles sagen will. Ich glaube, ich könnte hier mit den Pieren arbeiten, dass ich das dann hier hinbekomme. Das Badehaus. Ich werde da hinten mal eben wieder... Ach, nicht Getreidespeicher. Da hinten mal wieder das große Haus hinsetzen. Und einfach nochmal den Garten dazwischen ziehen. Ah, ist ein Traum. Ist ein Traum. Das läuft gerade ein bisschen. Also, wir hatten einen besseren Start, die anderen Folgen. Das hier können wir abbrechen. So, und wie kriegen wir das hier denn bitte zusammen?
ihr jetzt mal gucken. Das Badehaus. Hier könnte ich das ja so setzen. Guck mal ganz kurz, wie viel wir dann hätten. Dann wären da hinten halt noch die ganzen Gebäude frei, ne? Hier. Hier haben wir einen Schmied, ne? Den Maurer und eine Schatzkammer. Also diese Bereiche, die muss man sich ja wirklich vorher mal echt explizit angucken. So hätten wir es eigentlich direkt mit dem Schöpfrad verbunden, ne? Wenn das gilt. Das probieren wir mal aus. Wir werden mal eben diese Schatzkammer abreißen. Und auch den Maurer abreißen. Maurer kann ich auch hier hinten hinziehen. Das ist egal. Ich baue den mal eben nach, nur damit wir die auch fertig haben. Eine Schatzkammer brauchen wir wieder neu. Kann ich einfach hier zwischensetzen, oder? Und wir brauchen einen Maurer neu. So, wo kommt man nochmal den Maurer denn bauen? Hier hinten, ne? Da. So, dann haben wir das. Und dann werde ich jetzt hier... Ah, ist ein bisschen... Ich bin gerade wirklich hart am Überlegen, wie ich das geschickt machen kann. Aber ich glaube... Geschickt ist so ein Ding hier, ne? Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie viele Einwohner uns noch verlassen. Zufriedenheit ist echt im Keller. Ich könnte die Kathedrale mal aktivieren. Das wird vielleicht ein bisschen aufmuntern. Wikinger greifen an. Komm von hier. Berufspriorität. Alle rein. Ja, ist klar. Stimmt. Sind die schon zum zweiten Mal von hier hinten gekommen? Die sind leider noch nicht ganz fertig, ne? Weiß nicht, wo die anlegen wollen. Aber ein Teil ist fertig. Ein Teil ist fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ein paar Ogre sind dabei, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß gar nicht. Gerade ist irgendwie, diese Folge ist ein bisschen weltunter gerade. Nach einem wirklich extrem guten Start in die letzte Folge. Und zu jetzt, das ist nicht so geil, ne? Ich spule mal vor, ich kann da gerade eh nichts dran ändern. Leute müssen löschen, arbeiten, kämpfen, die Gebäude stürzen ein, die Zufriedenheit sinkt in den Keller. Das ist ja unglaublich. Ihr verkackten Wikinger. Meine Güte, du. Meine Güte, haben die hier abgerissen. Haben die hier abgerissen? Oh, oh, oh. Das wird... Schäden beheben, Schäden beheben, Schäden beheben. Berufspriorität wieder zurückschrauben. Werden auch bitte beheben. Was ist hier noch alles kaputt gegangen? So, gucken wir nochmal durch. Eigentlich sonst nichts mehr, ne? Ah, die sind nicht so richtig weit gekommen, aber so... Ne? Richtig geil ist das nicht, ne? Was die hier gemacht haben. Egal, wir spulen jetzt vor.
Hier waren auch nicht alle Ballisten fertig. Trotzdem, hier ist es halt überall schwach. Ich weiß gar nicht, wie sollen wir uns denn dagegen verteidigen? Also da bräuchten wir ja wirklich auch ultra viele Soldaten, ne? Prinzipiell. Kleines Lager durch Feuer zerstört. Ja, das haben wir wieder behoben. Und sau viele Häuser. Wirklich sau viele Häuser durch Feuer kaputt gemacht. Oder sagen wir so, die Schäden werden behoben jetzt, ne? Turmballiste. Ach, da oben. Okay. Krass. Alle haben sie kein Haus mehr. Alles ist irgendwie doof. Nahrung ist immer noch so knapp, ne? Damit hätte ich halt gar nicht gerechnet, dass die Nahrung wirklich und zwar so ein Loch da reinreißt. Furchtbare Seuche. Ja klar, wahrscheinlich, weil die sich auch nicht waschen können. So. Ich hätte jetzt gedacht, so vielleicht das Badehaus. Weiß halt nicht, ob das gilt, ne? Weil es da direkt dran ist. Da muss das so wirklich mittig da direkt dran. Ich setze das jetzt hier so. Bin gerade am Überlegen. Das sieht man halt so schlecht, ne? Du siehst halt, hier oben soll es rauslaufen. Aber reicht das so verbunden? Ich baue das jetzt da so hin. Zur Not ziehe ich hier irgendwie ein Pier noch raus. Damit das von der Ecke aus funktioniert. Nein, 25, das ist auch. Ha. Das ist nicht so geil. Ich hier nochmal ein bisschen was in die Kirche pumpen. Ah, erhöht auch nicht so wirklich die Zufriedenheit, ne? Ah, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt oder jetzt daran, dass die Leute wieder Nahrung haben. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Das Badehaus wird jetzt fertig gebaut. Das müsste eigentlich hier hinten auch so ein bisschen trifft. Also eigentlich sind alle Häuser mit drin, die wir haben. Vorerst. Heftig, ne? Also ganz ehrlich, das hat mir gerade so ein bisschen das Genick gebrochen, muss ich mal so gestehen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich werde hier gleich noch ein Pier reinsetzen und dann werde ich aus dem Kleinen ein größeres Lager machen. Nicht jetzt, aber bei Zeiten. Warten noch auf Material ist okay. Na gut, die sagen halt keine Nachbarn. Hat keinen Zugang zu Nahrung, zu weit weg. Marktplatz aus? Ist das zu weit weg? Wenn wir uns hier noch einen Marktplatz hinsetzen irgendwie, dann wäre das auch okay, ne? Er holt uns ein bisschen ein, ne? Wir hatten das hier wirklich relativ gut organisiert. Und sonst haben wir eigentlich auch alles. Was meckern die Köhler? Nix. Okay. Da haben wir eigentlich auch genug. Wir könnten noch sagen, hier, wir ziehen die Straße einfach mal hoch. Aber der hat hier auch null Bäume, ne? Die der fällen kann. Ich werde den mal eben kurz deaktivieren. Den mal deaktivieren. Ich meine, die pflanzen jetzt hier nicht einfach Bäume nach. Ich kann auch nicht sagen, nur pflanzen, oder? Volles Personal, um Bäume nachzupflanzen. Ja, aber es sind ja auch keine Bäume da, ne? Ich guck nochmal eben wegen Nahrung. Wenn der noch Nahrung hat, dann kaufe ich die dem eben ab. 33 Stück. Ich habe da nämlich jetzt gerade keine Lust. Wir haben eh immer genug Kohle. An Gold mangelt es uns nicht, ne? Es mangelte gerade an anderen Sachen. Und das finde ich halt nicht so geil. Untätig 4. Das finde ich cool. 4 Leute untätig. Das Badehaus ist fertig. Und es funktioniert. Es funktioniert. Hat ja auch direkten Zugang, ne? So? Okay, wusste ich nicht, dass das so funktioniert. Ich dachte, das müsste direkt da hinten angeschlossen sein. Jetzt können die Leute baden gehen. Und die Zufriedenheit schießt nach oben.
77%, 78%, supergeil. Oh, Leute, das war wenigstens zum Ende der Folge, läuft es wieder einigermaßen rund. Nahrung kommt auch wieder rein, das ist okay. Bin am Überlegen, wir haben da den Markt, eigentlich reicht das. Hier jetzt nochmal durchzugehen, sagen Bäume weg. Und vielleicht hinten die Verteidigung nochmal zu verstärken. Ich sag hier nochmal 6er Turm hoch. Aber wobei, da muss ich 2 raus, ne? Muss ich bis hierhin raus mit dem Pier. Das ist natürlich auch Ressourcen, ey. Puh. Ich meine, so ein Pier, ich weiß nicht, du kannst es ja ausbauen, ne? Ich kann es ja ausbauen, absichtlich ist es ja so gemacht. Dass ich, das Pier kann ich ja hier nicht mehr, aber bis hierhin rausbauen. Dass du quasi deine Insel auch an manchen Stellen vergrößern kannst, ne? Und 2 könnte ich hier definitiv raus, aber die Dinger kosten natürlich auch Ressourcen, ne? Aber wenn ich sagen würde, nämlich hier nochmal so einen schönen 3 auf 3 Turm, oder 3 auf 2 eher gesagt, so ein 6er Turm. Könnte den ja auch quasi in die Mauer integrieren, ne? Die erste Reihe. Ja, so mache ich das, glaube ich. Ich werde die erste Reihe in die Mauer integrieren. Aber dass wir sagen, hier mal eben... Ich glaube, der muss noch ein bisschen höher. Bisschen noch, ein bisschen muss er noch. Ich glaube, so passt das, ne? Ich glaube, so müsste das passen von der Höhe. Wir werden dann mal eben kurz eine Balliste draufhalten. Ja, passt. Cool. So, und die Reihen ziehen wir jetzt auch nochmal hoch. Ups, ups, ups. Nee, hallo? Das wollte ich nicht. Steinmauern. Oh, kein Stein mehr. Okay, passiert. Kein Stein mehr. Das werden wir auch vielleicht zu den Wikingern nicht mehr schaffen. Auch nicht zu den, also zu den Drachen sowieso nicht. Vielleicht noch Richtung Wikinger. Das könnte sein. Oh, ist das schön, ey. Zufriedenheit wieder. Aber dass die so krass auf einmal fällt, ne? Wegen Kurznahrungsmangel und einmal, weißt du, weil kein Badehaus. Aber jetzt können sie da alle rein. Jetzt können sie da alle rein. Arbeiter 8 von 8 finde ich super gut. Dass das auch besetzt ist. Hier ist 0, aber ist nicht schlimm. Wir kloppen einfach nochmal ein Fest raus. Der hier ist halt wichtig. Gelagert ist halt nicht so viel, ne? Weil wir halt wenig auf Halde haben. Aber so, doch, 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 doch. So gefällt mir das hier, das Badehaus. Jetzt weiß ich auch direkt dran, ist okay. Ich weiß aber nicht, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, geht das auch mit einem Aquädukt? Weil das halt nicht, es steht, ich sag mal, ein bisschen schwammig. Da steht halt, es muss zu einem Schöpfrad verbunden sein. Es steht nicht, muss direkt an einem Schöpfrad. Ja, deswegen hätte ja auch sein können, dass ich den hierhin platzieren kann. So ein Aquädukt dazwischen wäre optisch ein bisschen schöner gewesen. Dann wäre das hier nicht so mega gequetscht. Große Halle. Großartige Festmale schmecken. Ja, ohne Nahrung. Das glaube ich wohl, ne? Wie setze ich das denn? Mache ich da mal die... Nee, ich lasse die Berufspriorität. Ich lasse die erstmal so. Damit wir das hinbekommen. Können wir jetzt die Steinmauer nochmal hochziehen. Und Ballisten oben drauf. Passt. Passt auch. So, und dann können wir hier nämlich irgendwann mal später wirklich sagen, komm, wir ziehen mal die Mauer durch. Genauso wie ich das hier hinten haben will. Dafür muss aber erstmal dieser Baum weg. Holz haben wir wirklich, also ich weiß nicht warum, aber Holz haben wir jetzt extrem viel. Dafür haben wir irgendwie keine Kohle mehr. Also irgendwie ist das komisch, ne? Dann war die Zufriedenheit im Arsch. Nahrung ist jetzt noch nicht so, dass wir wirklich sagen können, wir schwimmen da drin, ne? Das ist halt noch nicht so super geil.
Aber es geht, ne? Es geht. Wir haben jetzt auch, glaube ich, nur so viel Holz, weil wir immer so viele Bäume auch fällen, weil wir uns halt in diesem Bereich gerade erweitern. Zur Not setze ich, kann ich hier nochmal 2 Holzfäller mindestens und hier auch nochmal 3 oder so. Vielleicht sogar 4. Das würde funktionieren. Ich habe das jetzt nur weggemacht, weil gerne hier auch ein bisschen nochmal bauen wollen würde. Die Drachen sind da. Oh, wieder 4, aber nur 4 kleine. Das ist okay. Berufspriorität. Machen wir an. Langsam Play. Und dann holt mal bitte möglichst schnell die Drachen vom Himmel. Wie gesagt, das müsste ich vielleicht früher mal aktivieren. Weil diese Türme, die sind irgendwie noch gar nicht besetzt. Da schießt er. Der schießt. Ne? Ist vorher abgeschossen worden. Okay, keiner ist durchgekommen. Keiner konnte Feuer spucken. Ja gut. Da muss ich mich wirklich dran gewöhnen, die Türme mal so minimal vorher zu aktivieren. Da bräuchte ich so einen Wecker. Weißt du, so einen Wecker, der mir einfach sagt, hey, hallo, guck mal. Oder ich mache einfach noch nicht Play. Hast du gerade gesehen? Jetzt steht es auf einmal bei 0. Super. Drachenangriff sehr erfolgreich abgewehrt. Das Lager ist 2. 0 von 2 Arbeitern. Achso, vielleicht weil die gerade noch am Dings waren. Vielleicht sollte ich die Lagerarbeiter ein bisschen hochziehen. Oh, wobei, die sind doch auf 4. 65? Sind die das nicht? Heißen die anders? Bäcker, Minenarbeiter, Maurer? Händler? Händler sind das definitiv nicht. Das müsste ein Berufszweig sein, der auch eine hohe Anzahl an Angestellten braucht. Die sind aber alle besetzt. Hä? Getreidespeicher, nicht voll besetzt. 0 von 2. Wo habe ich denn hier noch einen Berufszweig, der nicht voll besetzt ist? Getreidearbeiter? Sind das Getreidearbeiter? Ne, das macht keinen Sinn. 2? Oh, doch, vielleicht wohl. Getreidearbeiter? Oh. Zieh ich die jetzt über? Zieh ich die höher ein bisschen? Ich glaube, ich könnte die Steuereintreiber ein bisschen niedriger ziehen, ne? Oh, da müssten ja nur so ein paar hier fehlen. Haben wir aber immer noch. Haben wir immer noch. Und jetzt ist hier voll. Ja, alles klar. Jetzt sind sie voll. Gut, alles klar. Super. Sehr schön. Das war wieder sehr erfolgreich. Wieder sehr erfolgreich. Da bringen sie die Sachen hin, die Ressourcen von den verschiedenen Lagermöglichkeiten. Hier lagern die ja nur Nahrung und Holzkohle. Genau. Das wäre vielleicht noch eine Idee, dass wir sagen, weiß ich, hätte halt gedacht, weißt du, hier nochmal so 2, 3 Obstplantagen oder 2 zumindest, 1, 2, 3, 4, dass wir sagen, hier eine Obstplantage und dann hier vielleicht noch, dass wir hier einfach so eine kleine Reihe Obstplantagen haben, ne? Weil sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Ich habe nämlich keine Lust, dass hier groß unsere Leute nicht mehr vorwärts kommen. Oh, draußen geht wieder Party. Hier ein Turm, da haben wir was hier. Das ist jetzt immer so, wenn man sich das so von Gesamt anguckt, ist so ein bisschen mau. An manchen Stellen ist ein bisschen mau. Sonst wären das echt viele. Aber die Angriffe von den Wikingern, hallo, die Waldfee. Also, die haben es ja mal in sich. Das steht außer Frage. Ich würde sagen, das ist mega heftig. Also, was die da reißen, das ist wirklich schon krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass die uns da so Probleme bereiten. Gerade auch die Wikinger. Ich hatte eher damit gerechnet, dass uns ein bisschen die Drachen Magenschmerzen verursachen. Das ist aber nicht der Fall. Also das ist wirklich nicht der Fall. Die Drachen, da muss ich halt nur mich dran gewöhnen, die etwas schneller zu aktivieren. So, und jetzt ziehe ich nochmal hier eine Straße rein.
Und das hier dann mal eben gleich ein Zweierhaus hin. Und zwar setze ich dich mal vielleicht auch mit dem Rücken, genau so. Vielleicht so. Vielleicht so. Ich weiß nicht, ob das wegen den Nachbarn. Hieß jetzt, sagte auch, Nachbar ist da. Also jetzt ist wirklich ungelogen. Die Zufriedenheit ist wieder gut gestiegen. Das Badehaus rettet uns wirklich hier den Arsch, muss man einfach mal so sagen. Das kam aber alles Schlag auf Schlag, ne? Das ist wieder so ein Zufallsevent, möchte ich mal sagen. Hier drin hast du mal kurz nicht auf die Bevölkerung geachtet. Und auch wie oft die Felder überflutet waren, ne? Da habe ich so ein bisschen drauf geachtet. Das war wirklich gar nicht so selten. Und schwupp hast du Nahrungsengpässe. Und schwupp hast du auf einmal Seuchen, die kommen. Und dann die Badehausaktion. Ich habe halt vorher immer geguckt, ne? Und die haben halt nie gesagt, es fehlt was. Und dann auf einmal stand da hier, ups, Badehaus, wir verpissen uns aus dieser Stadt. Das war nicht so geil, aber wir haben den Karren aus dem Dreck gezogen. Wörtlich. Und wir sind am Ende einer Folge Kingdoms and Castles angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen, dann lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt wie immer gerne was in die Kommentare. Wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Beste.